Durch zufälliges Treffen am Stockholmer Weiher mit Freunden komme ich heute nochmal am 23. September in den Grillgenuss. Bei eisigem Nordwind und 2 Grad minus gefühlten Temperaturen beginnen wir das Grillabenteuer. Das Grillabenteuer startet in einem neuen futuristischen Grillgerät, das meine Freunde bei Hümer an einem Wochenende, an einem Schnäppchenwochenende gekauft haben. Für 70 Euro. Und er funktioniert. Wir heizen schon mal vor, die Vorglühsteine sind drin. Da muss dann nur noch die Eierkohle drauf und schon kann es heiß werden. Immer liegt der erste Grillduft in der Luft, sind auch schon die ersten Schnorrer hier und wollen mitfuttern.